Hallo Hansa-Fans, die Saison 2013-2014 ist gerade so vorbei. Unsere Spieler sind alle im Urlaub mit ihren Familien verreist, aber einer, der ist hier, der hat sich trotzdem, obwohl er sehr viel zu tun hat, ein bisschen Zeit für uns genommen. Unser Cheftrainer Peter Vollmann, herzlich willkommen zu Hause. Danke. Herr Vollmann, 30 Monate ungefähr ist es her, als Sie den FC Hansa Rostock verlassen haben, verlassen mussten. Nun die Rückkehr hier an die Ostseeküste. Was sind die Gründe für dieses Comeback? Ja, die guten Erinnerungen. Ist also, denke ich mal, das, was an guten Erinnerungen da ist, war sicherlich ein Teil. Der zweite Teil war sicherlich, dass man eben auch hier mittelfristig Perspektiven realisieren kann, die wir uns natürlich alle wünschen. Und ich glaube, dass zuletzt man die Strukturen nennen muss. Wir sitzen hier in einem fantastischen Stadion. Daneben sind die entsprechenden Trainingsplätze. Das ist eine gute Struktur für Erfolg. Und natürlich auch unsere Hansa-Fans, die ich natürlich in sehr guter Erinnerung habe. Und das sind Argumente, die letztendlich für mich so wichtig waren, dass ich sagen konnte, okay, ich kann zurück zu Hansa kommen. Schön. Nun habe ich mir mal die Mühe gemacht und in den Internetforen so nach Beiträgen gesucht, was die Menschen denn so schreiben, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Peter Vollmann neuer Cheftrainer ist. Und die waren durchweg oder überwiegend positiv, muss man sagen. Und da gab es solche Kommentare wie, der Peter ist zurück, nächste Saison steigen wir also wieder auf. Was sagen Sie dazu? Ja, erstmal freue ich mich darüber, dass es überwiegend positive Meinungen waren. Ich denke, dass natürlich immer viel verknüpft wird, das ist klar. Aber ich glaube, die Zeit, die von damals, ist unvergesslich. Ich glaube, in vielen Köpfen noch steckt sie drin. Und ich werte das als positives Signal, positives Symptom, dass man mich hier kennt, welche Arbeit ich hier auch abgeliefert habe. Und ich glaube, dass diese ganze Situation auf diese Frage jetzt bezogen nicht belastend ist, sondern für mich eine Entscheidung dafür Hansa war. Mhm. Weil gerade dieser sensationelle Wiederaufstieg 2011, der macht Sie ja hier auch wieder zum Hoffnungsträger für die kommende Saison. Spüren Sie da so ein bisschen diese Verantwortung, auch den Erfolgsdruck, der auf Ihnen lastet? Also ich denke, das ist allgegenwärtig in unserem Sport, dass der Erfolgsdruck die Folgeerscheinung ist davon, dass man eben auch immer Tag und Nacht eigentlich den Druck verspürt. Und ich sage immer, am Ende des Tages müssen die Ergebnisse stimmen. Das sind wichtige Dinge, Voraussetzungen. Auch schlechte Spiele gewinnen, das ist im Erfolg sehr wichtig. Und ich glaube, dass das für mich so diese Dinge waren, die für mich da entscheidend waren. Mhm. Wie bei jeder Personalentscheidung auch, gibt es auch so ein paar kritische Stimmen. Ich habe mir mal zwei exemplarisch rausgesucht. Ich hätte ihn nicht geholt, kalten Kaffee wärmt man nicht auf. Oder Herr Vollmann, an Ihrer Stelle wäre ich nicht zurückgekommen. Sie können hier nur Ihr eigenes Denkmal zerstören. Wenn diese Autoren dieser Zeilen Ihnen jetzt hier gegenüber sitzen würden, was würden Sie denen antworten? Ja, dass man Vergangenes nicht immer zurückholen oder vergleichen sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich mich auch gefragt habe, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Und ich glaube, dass ob man das erste oder das zweite Mal da ist oder zurückkommt, die Situation nicht vergleichbar ist. Wir werden jetzt hier von vorne anfangen, so wie ich es damals auch gemacht habe, werden versuchen, eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Dann bin ich davon überzeugt, mit einer guten Mannschaft werden wir auch zum Erfolg kommen, den wir uns ja alle wünschen hier. Und ich glaube auch, dass man die Kirche im Dorf lassen muss, wenn man von Vergötterung oder jetzt, wie Sie es genannt haben, von Denkmälern spricht. Also ich glaube, da sollte man die Kirche im Dorf lassen, sondern jetzt real einfach sehen, was gemacht werden muss und dann mit viel Zuversicht, Selbstvertrauen und in meinem Job muss man immer Aufwand und nochmals Aufwand betreiben, damit man Erfolg hat. Ohne Aufwand kein Erfolg. Mhm. Nun sind Sie schon mehr als 20 Jahre im Trainergeschäft tätig. Zweimal in Ihrer Karriere sind Sie zu einem früheren Verein zurückgekehrt. Das erste war Preußen Münster und dann später Holstein Kiel. Was für Erinnerungen haben Sie da dran und was für eine Erfahrung können Sie vielleicht aus dieser Zeit hier mit für Hansa Rostock mitnehmen?
Ja, zum einen ist es so, dass es natürlich schon Jahre her ist. Auf der anderen Seite hat das bei meinen Überlegungen jetzt überhaupt keine Rolle gespielt. Also es war für mich nicht relevant, was mal in der Vergangenheit war, ob es gut oder schlecht war, sondern wie ich ja eben schon gesagt habe, die Situation ist eigentlich nicht vergleichbar. Und wenn man irgendwo anfängt, dann fängt man so immer so an, als wenn es ein Neustart ist, die neue Situation. Wir haben jetzt eine andere Mannschaft. Ich glaube, von damals sind noch 3 Spieler da. Da sieht wieder alles anderes aus. Um mich herum sind hier auch wieder andere Menschen. Das bedeutet, dass irgendwo alles etwas anders ist, nicht vergleichbar, und man sollte es, glaube ich, auch nicht vergleichen. Was wir alle anstreben, und das ist ja unser Ziel, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen, deutlich besser als das in dieser Saison der Fall war. Aber für mich ist es so, dass diese Dinge nicht relevant sind, und ich versuche, mich auch davon loszureden, in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern wir haben jetzt einen Schritt Zukunft vor uns, und den müssen wir gestalten. Da können wir vielleicht aus der Vergangenheit lernen, etwas mitzunehmen, aber für eine Entscheidung, für mich, hat das keine relevante Rolle gespielt, hier wieder nach Hansa zurückzukommen. Okay. Laut anderen Medien gab es ja auch andere Angebote. Eins aus Cottbus soll es gegeben haben, auch eins aus Afrika. Warum trotzdem die Entscheidung für Hansa Rostock? Ja, wie ich gesagt habe, weil ich gute Erinnerungen gehabt habe. Ich habe gute Erinnerungen gehabt. Ich weiß, was mich hier erwartet an strukturellen Dingen. Ja, insbesondere muss ich auch sagen, dass sich Michael Dahlmann und der Advokat sehr intensiv um mich bemüht haben, mich überzeugend auch in diese Richtung gedrückt. Und das war besser, ich sage das mal einfach so, als die anderen das gemacht haben. Und man muss ja immer Überzeugung, Kopf, Herz, das spielt ja alles eine gewisse Rolle. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich natürlich auch das Umfeld hier kannte. Aber ich mache mir da auch nichts vor, sondern es wird so sein, dass alles wieder sauschwierig wird. Es wird nichts einfach werden. Wir müssen uns jeden Tag da bemühen, die Dinge richtig zu ordnen. Aber ich glaube, dass die Bemühungen um meine Person haben mich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat dann auch dafür gesprochen, hier in Rostock wieder den Trainerjob anzunehmen. Mhm. Aber ein Angebot aus Afrika gab es tatsächlich. Sie hätten auch also wieder auf diesen Kontinent gehen können. Ja, das gab es tatsächlich. Es gab auch das Angebot aus Cottbus, ist ja kein Geheimnis. Und das war auch nie eine Sache gegen Cottbus, sondern ich habe mal irgendwann am Ende des Tages muss man sich entscheiden, ob das Afrika, Cottbus oder eben Hansa war. Und für mich war Afrika eben ein Abenteuer mehr jetzt mal. Aber ich habe natürlich auch eine Frau, und die wäre nicht so hundertprozentig begeistert gewesen. Ich hätte es vielleicht gemacht, aber Hansa war für mich die beste, im Moment beste Lösung, die für mich das beste Gefühl in meinem Bauch und in meinem Kopf erzeugt hat, und deswegen die Entscheidung für Hansa. Abenteuer Afrika, was ganz viele Hansa-Fans ja nicht wissen, dass Sie und Ihre Frau sich schon seit langer Zeit in einem Hilfsprojekt für Afrika engagieren. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was dazu. Ja, das ist meine Frau federführend, klar, aber auch enge Freunde von uns, die da mitmachen. Einige Familien, das kam dann natürlich durch meine 2 Jahre in Ghana, wo ich in Ghana war. Da bin ich immer an einem kleinen Dorf vorbeigefahren und hab mal angehalten. Ich habe immer gesehen, wie sie die Kinder morgens im Schrubbeimer gewaschen haben, von oben bis unten und so weiter. Und war keine medizinische Versorgung. Und dann haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, wie wir helfen können. Wir haben dann versucht, da eine Krankenstation für 16 mit 16 Betten hinzubekommen. Am Anfang waren es 4, mittlerweile sind es 16. Versuchen die örtliche Schule mit Equipment zu versorgen, versuchen den Sportplatz, Fußballplatz nebenan mit zu verbessern, die Kinder mit gebrauchten Fußballschuhen zu versorgen, die so überall mal anfallen. Da hat man ja auch seine Beziehungen, und versuchen gebrauchte Kleidung zu bekommen, um
da und natürlich auch letztendlich die medizinischen Grundlagen zu schaffen. Wir haben zwei Krankenschwestern, die jetzt in Afrika sind, haben wir ausbilden lassen hier in Deutschland und haben dann peu à peu diese Situation geschaffen, dass wir einfach kleine Verbesserungen, so wie Trinkwasserversorgung, haben wir mittlerweile sichergestellt im Dorf, sodass wir peu à peu eine Situation geschaffen haben, um den Menschen da vor Ort zu helfen. Und wir sammeln, wie gesagt, bei uns die Garage, da steht kein Auto drin, sondern da stehen alte Kleider drin, da stehen Schuhe drin, Sportsachen und. Und die versuchen wir jeden Monat zumindest dann einmal nach Ghana zu verschiffen. Das ist so die Grundlage. Wir wollen einfach in Bildung, in medizinischer Betreuung den Kindern, auch wenn mal Weihnachten ist, etwas zukommen lassen. Ja, und insgesamt einfach die Infrastruktur mit verbessern. Ein Riesenprojekt, wo meine Frau jetzt dran ist, das mit dem Staat Ghana auch zu verbinden, dass die auch Verantwortung damit übernehmen. Natürlich wird unsere Unterstützung da nicht weniger werden, aber wir müssen einfach den Staat mit ins Boot holen, um gewisse strukturelle Dinge auch verändern zu können. Also tolle Geschichte, Riesenrespekt dafür. Und wie schwierig die gesundheitlichen Verhältnisse da sind, mussten Sie auch in Ihrer Trainerzeit erfahren. 3-mal Malaria, habe ich gehört. Und Sie lagen durchaus auch in diesen Krankenbetten da. Richtig, ich habe 3-mal Malaria gehabt und das kann man sich hier eigentlich nicht vorstellen, wie die Krankenhäuser da aussehen. Es war sozusagen ein großer Raum, nur durch Gardinen getrennt. In jedem Raum waren ungefähr 5 Leute, Frauen, Männer, Kinder, alles zusammen. Und das kann man sich hier nicht vorstellen, eine außergewöhnliche Situation. Aber wie gesagt, ich denke auch, und meine Kinder hat das auch geprägt, meine Töchter, dass man da schon auch mal andere Dinge kennenlernt, wenn man einfach auf Toilette gehen muss und mit dem Wasser, was man da verdrückt, vorsichtig sein muss und so weiter. Und das sind alles Dinge, die haben mich und meine Familie auch geprägt. Federführend meine Frau, die das alles natürlich übernimmt. Und meine Töchter wissen heute auch, was in Anführungsstrichen Armut bedeutet. Und das, denke ich, ist immer eine wichtige Grundlage dafür, um Reichtum auch genießen zu können. Und auch wieder wertschätzen zu können, wenn man gesund ist. Und ich sehe, Sie sind topfit, Sie sind vollständig genesen. Und am 18. Juni, 14 Uhr, ist nur hier in Rostock der Trainingsauftakt angesetzt. Und bis dahin können jetzt unsere Spieler so ein bisschen Füße hochlegen oder gab es irgendwie eine Vorgabe vom Trainer? Nein, es ist so, dass die Spieler 14 bis 16, 17 Tage auch sportmedizinisch regenerieren sollen. Das ist auch eine wichtige Grundlage, dass man einfach mal Pause macht. Danach gibt es ein Trainingsprogramm, ein intensives Trainingsprogramm, was in Stabilisation, mit Stabilisation anfängt, dann eben mit Ausdauerläufen zwischen 45 und 60 Minuten. Ich glaube, es sind 8 Stück. Und wir haben ja heute durch die Technik die Möglichkeit, auch die Spieler entsprechend zu kontrollieren. Das heißt, die Pulsuhren werden entsprechend ausgelesen, dass der Spieler dann auch diese Läufe dann auch gemacht hat. Und zwar auch immer zu bestimmten Uhrzeiten. Und es würde sogar auffallen, wenn er seinen Hund die Uhr antun würde, also weil die Herzfrequenz beim Hund anders ist. Deswegen glaube ich, dass wir da eine seriöse Auskunft über die Läufe bekommen werden. Das kann er schummeln kann, ja. Bisher haben wir nun 3 offizielle Neuzugänge, Christian Bickel, Marcel Ziemer und Markus Kröger. Warum wurden die 3 Jungs verpflichtet? Was zeichnet die aus? Ja, ich habe so 2 Raster für mich. Ein Raster ist eben, dass wir U23-Spieler mit Qualität bekommen. So, das ist bei Markus Kröger der Fall, der in Frankfurt eine gute Saison gespielt hat, sehr solide war, da eine sehr gute Rolle gespielt hat und ihm traue ich zu, absolut in der dritten Bundesliga sofort Fuß zu fassen. Das zweite Raster war, dass man gesagt haben, okay, wir brauchen Drittliga erfahrene Spieler, die vom Alter her passen, aber auch irgendwo schon in der zweiten Bundesliga eine Rolle gespielt haben. Das ist so wichtig. Ich wollte nicht unbedingt 5 oder 6 oder 7 Regionalliga-Spieler verpflichten und dann fallen 3 durchs Raster und dann haben wir wieder das gleiche Geld ausgegeben. Ich wollte ziemlich sicher gehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Spieler, die wir verpflichten, die wir an gewissen Prinzipien auch gebunden haben, so wie zum Beispiel dritte Bundesliga gespielt oder zweite Bundesliga 20 bis 22 Spiele die Saison gemacht, wo man eigentlich ziemlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, die Spieler werden in der dritten Bundesliga eine sehr, sehr gute Rolle spielen. So war es bei Christian Bickel.
der auch 23 Jahre ist, ist ja nicht alt, der Bursche, hat in der zweiten Liga gespielt, kommt vom Freiburg und ist, ich sag da mal immer so, viele haben mich nach dem Bild, ich sag, ist so ein Abziehbild vom Tobias Jänicke. Nur der läuft mehr. Und der Tobias kann das verkraften, wenn er das hört, das ist nicht so schlimm. Dann haben wir noch den Marcel Ziemer, hat in den letzten Jahren eigentlich stetig bewiesen, dass er seine Tore macht. Er hat vor zwei Jahren mal 18 gemacht, hat die Saison weniger gemacht. Die Saison hat er mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber wir sind der Sache auch medizinisch auf den Grund gekommen. Wir wissen, warum das so ist. Deswegen sind wir guter Hoffnung, dass er für uns eine echte Verstärkung im Sturm ist. Er macht auch ein Sonderprogramm in Kaiserslautern, wo er seine Fitness nochmal auf den besten Stand bringt, weil er zuletzt auch nicht so oft gespielt hat, weil er eben eine Verletzung hatte, um da auch ihn auf den optimalen Stand zu bringen, wenn er hier einsteigt, dass er eben schon eine gute Grundfitness hat. Und das denke ich, das sind gute Voraussetzungen, die uns dann, und das ist ja das Ziel, die Mannschaft verbessern werden. Mhm. Ganz aktuell haben wir jetzt ja noch einen vierten Neuzugang zu vermelden, den Kai Schwertfeger. Was zeichnet den aus? Warum holen Sie den hierher? Kai, zentrale Figur für mich, weil er eben, er hatte auch schon mal einen Aufstieg hinter sich, ist mit Karlsruher SC damals in die zweite Liga aufgestiegen, hat alle Spiele durchweg gespielt. Ich glaube, in dieser Saison hat er 20 Spiele gemacht, also das gleiche Raster so. Und Kai ist ein extrem guter Spieler, der zwischen Abwehr und Mittelfeld gut koppeln kann. Er lässt sich immer gut anspielen, ist technisch sehr stark, hat eine Fähigkeit, die Situation rechtzeitig und früh zu erkennen, ist zweikampfstark und ist auch so, dass er eben auch das Gefühl hat, sich vorne mit einzuschalten. Also ein Spieler, der genau zwischen Viererkette und Mittelfeld die Rolle spielen soll, die ich da mit einem spielstarken Spieler besetzen will. Ohne jetzt über Namen und Positionen weiter zu sprechen, sind damit so die Kaderplanungen abgeschlossen oder könnte durchaus noch der eine oder andere zusätzlich dazustoßen? Es kann zum einen A sein, dass wir eben noch ein oder zwei junge Spieler verpflichten, die jetzt uns auch bei der U23-Situation, aber eben auch die Qualität als Perspektivspieler haben. Und eben, das Geheimnis darf ich hier, glaube ich, auch erzählen, dass wir eben versuchen wollen, noch einen erfahrenen Innenverteidiger in die Mannschaft zu integrieren, sodass wir auch eine gute Ansprache von hinten haben, der natürlich auch eine besondere Kopfballqualität haben soll und die Erfahrung mitbringt, die wir vielleicht in der einen oder anderen Situation im Moment dort nicht haben. Also Sie dürfen generell jedes Geheimnis hier erzählen. Also Sie sind der Boss und was Sie erzählen, ist hier Gesetz. Aber nochmal eine Frage zum Christian Bickel. Was machen wir nun mit dem? Am 14.06. heiratet der. 18.06. ist Trainingsauftakt. Der Junge will doch bestimmt auch eine Hochzeitsreise machen. Gibt es Sonderurlaub? Ich denke, dass Christian Bickel, seine Frau, klug genug ist, wenn sie will, dass er am ersten Spieltag von der Tribüne aus zu sehen ist, dass sie ihn zur Arbeit schickt. Gut, dann hat sich die Frage erübrigt. Wenn wir jetzt gerade so beim Training und Trainingsauftakt sind, als Cheftrainer kann man das Ganze ja nicht alleine wuppen. Da braucht man einen Co-Trainer und man braucht einen Torwarttrainer. Gibt es da schon irgendwas zu vermelden, wer Ihnen zur Seite steht oder wird noch sondiert? Sondiert wird nicht mehr, aber es ist einfach so, die Jungs, die das machen wollen, und damit bin ich auch einverstanden, sind in den letzten Zügen der Verhandlung. Und ich glaube, dass ich habe heute Nachmittag noch mit Ihnen auch gesprochen, sodass wir vereinbart haben, erst wenn alles, wie man das so schön sagt, fix ist. Ich sage immer so, 99% ist 50-50 im Fußball. Man weiß nie, was am anderen Tag kommt. Deswegen haben wir uns so vereinbart, dass wir sagen, sobald die Dinge jetzt fixiert sind, wird Herr Kubitz dann auch die Öffentlichkeit informieren. Ansonsten hätte ich auch noch einen Vorschlag für einen sehr qualifizierten Co-Trainer. Den kennen Sie sogar. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Oh ja. 95, glaube ich, Wattenscheid. Wattenscheid 09, richtig. Ja. Stimmt. War ich Co-Trainer und Amateurtrainer gleichzeitig. Und ich habe so meine Frau mal gefragt und gesagt, mal guck mal drauf. Sagt die, Mensch, hat sich ja gar nicht verändert. Oh, Ihre Frau möchte ich auch mal kennenlernen. Gut. So, den Goldstaub lege ich mal hier wieder zur Seite. Ich meine mich zu erinnern aus der Vergangenheit, dass in der Saisonvorbereitung Sie immer sehr viele Testspiele angesetzt haben.
Wird das in dieser Vorbereitung auch wieder so sein, so ein Plan? Ja, ist in meiner Vorbereitung generell so. Ich brauche immer so, wir haben ein relativ frühes Spiel, aber ich denke, dass wir versuchen wollen, bis vor dem letzten Spiel dann hier immer zwei Spiele am Wochenende zu machen, wenn es möglich ist. Wir haben Trainingslager und so weiter, aber ich habe immer gern zwei Spiele am Wochenende, so dass ich alle Spieler komplett einsetzen kann, am Montag eine komplette Analyse machen kann, so dass alle Spieler am Wochenende einfach, wenn es eben geht, zumindest 90 Minuten zum Einsatz kommen sollen. Manche eben auch noch mehr. Aber grundsätzlich ist es so, ich will innerhalb dieser zwei Tagen alle Spieler spielen sehen und kann mir dann ein Bild machen. Und dann steigen wir wieder ins Training ein, anstatt so sonntags, mittwochs und so weiter. Sondern ich will innerhalb von zwei Tagen immer alle Spieler sehen, über 90 Minuten. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich am Wochenende zwei Spiele mache. Super, ich weiß, was für uns auf Fanradio hinzukommt, weil wir ja jedes Spiel übertragen wollen, also Sonnabend und Sonntag. Planen wir denn schon mal ein. In der Saisonvorbereitung 2011 gab es ja so ein Geheimcamp auf einem Forsthof in der Mecklenburger Schweiz. Auch an sowas wieder gedacht oder war das damals so eine einmalige Sache? Ich denke, dass das damals ganz gut war, aber wir sind jetzt auch schon wieder ein Stück weiter. Es ist ja auch in meinem Beruf so, dass viele Dinge wieder neu sich entwickeln. Und das ist ja letztendlich auch das, ich habe Erfahrung. Auf der anderen Seite ist aber Weiterbildung eben sehr, sehr wichtig für mich. Das darf man nicht unterschätzen, damit man immer auf dem neuesten Stand ist. Und der andere, das dritte Standbein ist letztendlich Psychologie. Ja, und mittlerweile ist es so, dass man von diesen Camps wieder so ein Stück weit weggekommen ist. Einer der Vorkämpfer dieser Camps war ja Jürgen Klopp mit Mainz 05, der das immer sehr oft gemacht hat. Aber mittlerweile ist es so, dass man auch ein Stück weit wieder von dieser Situation weggekommen ist, weil irgendwann wiederholt sich auch alles. Und ich sage da immer ganz vor, diese Spielchen, die da gespielt werden, die weiß heute fast jeder. Deswegen sind sie eigentlich nicht mehr so förderlich, wie man sich das vielleicht wünscht. Sollten mal wieder neue Ideen kommen, dann bin ich natürlich immer für solche Dinge auch zu haben und habe sie damals gerne gemacht. Und wenn es dann was Neues ist, dann okay, würde ich es auch wieder machen. Weil wir hatten ja auch das Problem, Chefkoch Pete Schirber ist nicht mehr mit an Bord, der alle verköstigt hat da vor Ort. Ja, da sind sie aber nicht ganz informiert. Damals war ich der Mann am Grill und der Peter der Mann an der Flasche. Und das ist aber nur salopp. Da war eine Flasche Bier erlaubt und deswegen hat der Peter mir dann den Job zugeschrieben. Und aber der Peter hat natürlich schon Fähigkeiten gehabt, die ihn als Chefkoch schon ausgezeichnet haben. Gut. Nun sind Sie ja wirklich ein unumstrittener Fachmann von der dritten Liga. Wenn Sie sich das jetzt mal diese dritte Liga so angucken, wie hat sich die in den letzten Jahren so entwickelt insgesamt und worauf freuen Sie sich in der kommenden Saison am meisten? In der kommenden Saison freue ich mich am meisten auf Heimspiele hier in der DKB Arena, auf die Unterstützung der Fans auch außerhalb dieser Arena. Und ich glaube, dass die dritte Liga an Qualität, an sportlicher Qualität jedes Jahr zunimmt. Leider fehlt dann im Gleichschritt auch gegenüber den Zweitligisten die wirtschaftliche Situation, dass man die zumindest so, wenn man es prozentual mal nebeneinander setzen würde, da sind wir weit hinter der zweiten Liga, müssen aber den gleichen Aufwand betreiben. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass der weltgrößte Fußballverband, der immer mit der Ausrede kommt, dass sie keinen Sponsor bekommen, der die dritte Liga will, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Jungs müssen einfach mehr leisten und sich mehr anstrengen, dass die dritte Liga dann, wie sie auch immer selbst formulieren, wie wichtig die Liga ist, was die für eine klasse Darstellung hat. Wenn das so ist, dann müsste auch eigentlich irgendeiner zu finden sein von deren Seite, der auch große Beziehungen in den Sponsoren sicherlich auch da sind, dass man da eigentlich auch mal einen Hauptsponsor finden könnte. Nun bin ich ja schon als Zwerg hier ins Stadion gegangen und wenn ich mir die Namen aktuell so angucke, Hansa, Dresden, Cottbus, Chemnitz, Erfurt, Halle, hat so ein bisschen was von DDR-Oberliga für mich. Ist überragend. Ich denke, dass wir viele, viele Derbys hier sehen werden, ob hier oder eben auch für die Liga ist es optimal.
dass das passiert. Und es ist ja vor allen Dingen auch so, dass wir auch bei den anderen in schönen Stadien spielen, sodass auch die Atmosphäre dann auch da ist, weil da auch gute Stadien sind. Und ich glaube, gerade für den Drittliga-Fußball, für die Medien ist das sehr gut und für natürlich für jeden Spieler, für den Trainer und für euch letztendlich eben auch. Und ich freue mich auf jedes Derby. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie vor kurzem gesagt, 20 Siege würden ungefähr so die Messlatte sein, um oben mitzuspielen. Ist das Wunschdenken oder durchaus realistisch anzusehen? Ich denke, das ist ja so, dass man in unserem Beruf alles, was man so sagt, relativ auch schnell wieder im Gegenzug als Kritik anwenden kann. Da müssen wir eben mit leben, das gehört eben auch dazu. Alles hat zwei Seiten, auch diese Situation hat zwei Seiten. Deswegen bin ich bei der Formulierung mit diesen 20 Spielen bin ich sehr gut dabei, denke ich mal. Wenn wir diese 20 Spiele gewinnen, das ist aus meiner Sicht realistisch, wenn ich den Kader am ersten Spieltag so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle, dass diese 20 Siege realistisch sind und alles, was dann danach kommt, ist natürlich auch ein Stück weit verletzungsfreie Situation. Wie wenig verletzte Spieler haben wir und ja, man muss auch sagen, viele wollen es nicht wahrhaben, aber wenn man rechts und links im Straßengraben immer das Glück reinwirft, dann hat man auch nicht den allerletzten Erfolg, weil man muss auch mal mit Glück Spiele gewinnen und das, glaube ich, gehört eben auch dazu. Aber die 20 Spiele sehe ich jetzt als Aufgabe an, die realisierbar ist und alles, wenn dann noch was danach kommen würde, wäre möglich, weil die Liga nächstes Jahr, so glaube ich, keine Übermannschaft hat. Keine Übermannschaft wie dieses Jahr vielleicht Heidenheim, wie dieses Jahr vielleicht Leipzig, sondern ich glaube, alles ist nah zusammen. Und wenn man ein bisschen Konstanz aufbringen kann, ist alles drin. Und wenn ich Sie jetzt hier so reden höre und Sie so in dem alten Chefsessel sehe, das ist schon so ein bisschen für Sie wie nach Hause kommen, oder? Ja, das ist irgendwo gut formuliert, aber ich glaube, dass wir irgendwo, ich habe es schon mal gesagt, so die Kirche im Dorf lassen müssen. Also ich fühle mich hier sehr wohl, bin froh, dass ich wieder für Hansa Rostock arbeiten kann. Aber die Kartons immer von früher auszupacken, ist nicht ratsam, sondern wir haben einfach die neue Situation. Wenn wir die so hinkriegen, wir beide, wie wir das damals hinbekommen haben, dann können Sie sich vorstellen, dann wäre das überragend. Aber wir sind eben auch vernünftig genug, die Dinge erstmal seriös anzugehen. Aber den Wunsch, dass es klappen könnte, den müssen wir verfolgen. Sonst ist unsere Arbeit nichts wert. Peter Vollmond und Aberglaube, gibt es irgendein Ritual oder irgendeine Marotte, die Sie am Spieltag haben oder kurz vorm Spiel noch machen? Ja, meistens, eigentlich bin ich nicht so abergläubig, aber so, wenn man einen Sieg hat, dann nimmt man die nächste Unterhose wieder mit dem man den Sieg erreicht hat. Und sonst eigentlich nicht so wirklich. Ich muss zugeben, ich bin ein gläubiger Mensch, was mich schon sehr oft geholfen hat. Aber nicht unbedingt immer was mit Fußball zu tun hat, sondern auch im sonstigen Leben. Aber der Aberglaube mit der Unterhose, wenn ich dieses Jahr oft dieselbe anziehen kann, freue ich mich. Aber 10 Siege in Serie könnte schwierig werden. Aber apropos Unterhose, seit 2011 habe ich so ein kleines Foto auch noch im Archiv. Und Sie kennen das natürlich. Und ich wollte Sie immer noch mal fragen, oh mein Gott, wo ist Ihre Hose geblieben? Die Hose ist in der Kabine geblieben, weil es ist ja heute traditionell so, dass man mit Bier überschüttet wird und die Hose völlig geklebt hat. Und ich mich eigentlich duschen wollte, aber keiner war bereit, mir Seife oder Sonstiges zu geben. Da bin ich so in den Bus gegangen und wollte mir meine Duschsachen holen, um mich dann zu duschen. Und so ist das Foto entstanden. Und die Hose ist, glaube ich, nie wieder aufgetaucht. Hat sich irgendein Fan dann mitgeschnappt. Gut, so Kritikpunkt war mal vor ein paar Jahren der Rasen hier. Wenn wir hier so gucken, das satte Grün, da kann man doch schon einen gepflegten Ball drauf spielen, oder? So aus der Entfernung jetzt gesehen. Die Formulierung ist richtig. Aus der Entfernung, wenn man schon mal drauf ist, dann sieht es schon mal anders aus. Aber ich denke, wir haben eine gute Pause, eine lange Pause, sodass wir Rasen vom Stadion, Rasen von den Trainingsplätzen
auch im guten Zustand finden werden. Wir müssen sehen, dass wir auch die Leute motivieren, dass wir gute Bedingungen haben. Aber ich denke, das werden wir haben. Und es ist eben auch ein Grund, eben weil wir sehr gute Bedingungen haben, die Spieler natürlich lieber auf einen guten Rasen arbeiten als auf einen schlechten Rasen. Das ist wie bei jedem anderen auch. Der hat gerne gute Bedingungen, wo er seine Arbeit nachgeht. Das ist bei den Spielern genauso. Aber ich sehe im Moment keine Probleme, dass es zum Saisonstart bzw. zum Trainingsstart nicht so sein wird. Gut. Und bevor ich mich jetzt hier für die ausführlichen Auskünfte und Ihre Zeit bedanke, muss ich natürlich sagen, wir haben ja auch im Vorfeld recherchiert. Und wir haben natürlich herausbekommen, dass auch jetzt gerade aktuell wieder eine Hilfslieferung für Ghana ansteht. Und wir haben dann hier so auf der linken Seite, Sie haben es ja schon beim Reinkommen so ein bisschen beäugt, einige Kisten gepackt. Da hat uns dann auch die Abteilung beim FC Hansa Rostock hier tatkräftig unterstützt. Sie sehen, da sind Bälle, da sind Ballpumpen drin, da sind Anziehsachen drin, auch ein bisschen Spielzeug und Pflegeartikel vor allen Dingen. Ich denke, so eine kleine Hilfestellung dafür von Fans für Fans von dem Verein für Ihr Projekt. Schöne Sache, oder? Ja, da kann ich mich wirklich nur sehr für bedanken, auch im Namen meiner Frau und unserer Freunde, die ja auch damit im Boot sind, das muss man sagen. Wie gesagt, ich freue mich riesig darüber, was aber viel wichtiger ist, die Menschen dort freuen sich, können sie gebrauchen und das ist für mich eine Riesensache. Und wie gesagt, am nächste Woche Dienstag geht wieder eine Riesenpalette nach Richtung Accra. Und da werden die Sachen mit bei sein und die Menschen vor Ort werden sich sehr, sehr darüber freuen. Und ich denke auch, dass eine Botschaft von denen zurückkommen wird, wo sie sich recht herzlich bedanken werden. Ach, da freue ich mich schon drauf. Und jetzt ganz zum Abschluss, gibt ja nicht nur Geschenke für die Menschen in Afrika, sondern auch noch so einen Schuss extra Motivation für unseren Chefcoach, damit sie denn zum Trainingsauftakt auch gleich in der richtigen Dienstbekleidung hier erscheinen. Und wir wissen ja, es gibt so Jacken, die lieben sie. Dann. Richtig. Und deswegen haben wir hier die neue Dienstjacke dann schon mal im Vorfeld ausgepackt. Und wir hoffen, es ist die richtige Größe und wird ihnen auch soweit zusagen. Die sagt mir auf jeden Fall zu. Sieht sehr gut aus und freue mich drauf, die beim ersten Training dann auch anzuhaben. Herr Vollmann, vielen Dank und ich freue mich auf viele schöne Spiele gemeinsam. Danke auch.